nach meinem Examen an der Akademie forderte mein Onkel mich auf, in sein Laboratorium zu kommen. Ich nahm an, er hätte sich endlich dazu durchgerungen, mich als seinen Assistenten zu akzeptieren. Nun bin ich hier, aber er ist nirgendwo zu sehen. Seine Flugmaschine, die für einen langen Flug vorbereitet ist, steht unberührt am Fuß des Turms. Doch wenn er so plötzlich aufbrechen musste, warum hat er dann seine Maschine nicht mitgenommen? Merkwürdig. Irgendetwas stimmt hier nicht. Im ganzen Laboratorium knistert es vor Energie und doch ist es unbeaufsichtigt. Mein Onkel hat weder Stab, noch Zauberkiste, noch sein Arkadebrevier mitgenommen. Unverzichtbares Handwerkszeug eines Zauberers. Der Stab steuert die magische Energie, auch Mana genannt, beim Aussprechen eines Zauberspruchs. Die Zauberkiste enthält die Bestandteile, mit denen sie erzeugt werden. Das Arkadebrevier schließlich enthält das gesamte Wissen über Zauberei und fremde Bestien. Auf dem Tisch entdecke ich eine Karte, die er offenbar liegen gelassen hat und in die eine Route eingezeichnet ist. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich verpflichtet, die Reise anzutreten, die mein Onkel geplant hat. Während ich in die Flugmaschine steige, gesellt sich dieser komische Rabe zu mir, der offenkundig begierig auf einen Freiflug ist. Die Maschine steigt in die Höhe und ich bin voller Erwartung. Vielleicht finde ich ja meinen Onkel wieder, in diesem merkwürdigen Land, das auf der Karte eingezeichnet ist.